Heute Morgen wurde ich von drei Männern belästigt, die einen aufgespießten Kopf umhertrugen. Sie hielten meine Uniform wohl für ein Zeichen des Adels und verlangten, dass ich "Lang lebe die Republik" rufe, um meine Loyalität zu beweisen. Ich schätze, die dreifarbigen Kokarden sind heutzutage passé. Was habt ihr getan? Ich rief "Lang lebe die Republik". Ein Mann mit Prinzipien. Leben ist wertvoller als Würde. Aber so etwas passiert, wenn man halbverhungerten Narren die Gewalt über die Regierung gibt und blutrünstigen Wilden das Kommando über die Armee. Rui. Ich wollte ihn in eine weit entfernte Garnison versetzen. Doch er muss wohl über sehr gute Beziehungen verfügen. Er ist unberührbar. Aber ihr wisst, wo ich ihn finden kann. In der Kaserne erzählt man sich, dass er und eine Einheit seiner Kumpane diesen Nachmittag zum Grand Châtelet marschieren wollen. Wenn ihm ein Unglück zustoßen würde, würden nur wenige in Frankreich leiden. Meine Karriere sicher nicht. Tja, feilt an eurer Redekunst. Napoleon Bonaparte und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Nehmt ihre Waffen. Bloß keine Dummheiten. Die schwebende Frau. Kommt schon, Jungs! Bringt mir einen Aufseher! Uiuiui, geht ja ganz schön gewaltsam zur Sache. Menschen schweben durchs Bild. Ach Gottchen, den Kerl sollen wir jetzt eliminieren. Das Gebiet erkunden für Gelegenheiten sorgen. Zugänge 5, Geheimzugänge 1, Fundstücke 2, Wachen 40. Und wo befindet er sich? Da oben irgendwo im Turm. Der direkteste Weg wäre natürlich der direkteste. Wahrscheinlich aber auch der übelste. Unterstützungsgelegenheit? Gibt's da vorne und eine Ablenkungsgelegenheit? Hm. Naja, schauen wir erstmal nach unten. Und nochmal. Flop. Haben uns ein bisschen verletzt. Schöne Brücke, ne? Ist echt so schön detailliert alles. Okay. Das scheint kein großes Sperrgebiet zumindest zu sein. Das heißt, wir können uns irgendwie vielleicht... Ah, nee, doch nicht. Wir können dann... Das ist so gut beschützt. Da kommen wir nicht einfach so reinmarschiert. Wir schauen uns am besten erstmal den Laden an. Und die umliegende Region ebenfalls. Um uns ein Bild von dieser absonderlichen... Oh, auch cool, wie der Schwein da geholt. Von dieser Lady vor allem, das passt so gar nicht. Aber okay. Manche machen das natürlich auch im heißen Dress. Im Gucci-Kleid. Was damals natürlich noch nicht gab, aber sicherlich ebenfalls genauso feine Zwirnde. Oh, können wir da vielleicht was machen schon? Na komm. Na, das geht immer noch nicht. Ja, ich weiß. Ich müsste das nochmal verknüpfen und hin und her. Und dann müsste ich noch ein paar Punkte machen. Wisst ihr was, das mache ich jetzt gerade nicht. Das dauert jetzt mir zu lang. Müssen wir da wieder sein Konto. Ich will jetzt hier weitermachen. Das sind eh nur so kleine Bonusgeschichten. Wo gibt es hier einen Eingang? Hier könnten wir theoretisch hochkommen, oder? Ich probiere es mal gerade. Ne, leider nicht. Ist auch noch zu hoch. Da gibt es keine Greifmöglichkeit von so einem Arno. Und hier, das wäre der Haupteingang. Auch eine Möglichkeit. Theoretisch vielleicht gar nicht mal der schlechteste Weg. Es ist doch nicht der Haupteingang, sondern ein Nebeneingang, aber... Das ist wunderbar. Zeit, ein bisschen Geld auszugeben. Das ist wirklich wunderbar. Wir sind drin. Jetzt sollten wir irgendwie aufs Dach kommen am besten. Kommen wir aber nicht, weil da sind diese blöden Assassinenschützer, die einem am Klettern hindern. Am Turm müssten wir aber... Ne, da kommen wir auch nicht wirklich hoch. Puh.
Okay, dann wollen wir die eliminieren. Dann haben wir die schon mal vom Fleck. Oh, alles! Haltet den Bastard auf! Zu langsam! Komm her! Kommt allen Feinden der Freiheit! Du darfst nicht so laut sein, mein Freund. Jetzt musst du leider dran glauben. Oh, mega mieser Treffer. Jetzt muss ich mich wirklich mal ein bisschen konzentrieren bei der Mission hier. Wieder spät in der Nacht, wo ich aufnehme. Aber wir kommen da nicht hochgeklettert. Also es wird immer schwerer. Ich renne jetzt mal bewusst nicht hier durch die Gegend. Boah, wie viele Leichen hier liegen. Ich darf nicht vergessen zu plündern. Zwischendurch muss ich mal echt ein paar plündern. Sonst verliere ich nachher so viel an Kohle und das kann ja nicht sein. Mais 25. Und 25 Frohn gibt es gleich noch oben drauf. Betäubungsbomben sind voll. Die Betäubungsbomben setze ich bei der nächsten Gelegenheit mal ein. Da vorne wird auch noch gekämpft irgendwie. Da wird gerangelt. Die ganze Nacht rumheulen und jammern. Hört mal, kein Brot heute. Verfluchter Gemäßigkeit! Warum hat er keinen Doppelattentat gemacht? Und jetzt zum guter Versuch! Ich schnapp dich! Hat funktioniert. Aber ist nicht so gut wie eine Rauchbombe. Offensichtlich. Den muss ich erstmal eliminieren. Und jetzt bist du dran, mein Kleiner. Die Hose etwa zu eng. So. Das war es auch erstmal für ihn. Da bist du ja. Oh ja, komm ruhig her. Du entkommst mir nicht, du bist Kerl. Nee, ihr seid doch irgendwie da drin im Knast. Ihr seht mich doch gar nicht, hä? Wo ist der verdammt nochmal nur hin? Falsche Position. Ist denn im verfluchten Nebel verschwunden? Ihr Hurensöhne! Ruhe! Behaltet sie im Auge! Zack! Was geht hier vor sich? Die Unterstützungsgelegenheit lassen wir uns nicht entgehen. Ende, wenn du lieb fragst. Und Agat! Ich freue mich. Genau! Da oben werden wir beschossen. Gar nicht gut. Merci, Monsieur. Ich weiß nicht, unter wem ihr dient, aber habt Dank. Gerne doch. Dankt mir, indem ihr diese Mauern erreicht und das Töten beendet. Oui, Monsieur. Okay, und wir hauen mal wieder ab. Soll der Typ doch auf uns ballern? Ist mir wurscht. Zack, hier hoch, schnell. Shit, wir haben Schützen an der Backe. Nein. Oh, genau das wollte ich verhindern. Jetzt muss ich mich beeilen. Komm schon, geh rein. Ach, das kann doch nicht wahr sein, Anno. Der Typ da vorne, dieser Luschenhund, den kriegen wir jetzt wohl platt. Und dann schließe ich dich auf. Oh Gott. Konzentration. Nix da, mein Freund. Du wirst jetzt erledigt. Jetzt habe ich dich. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. So. Ein paar Treffer muss es sein. Nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit im Moment. Egal. Der stand da eben aber auch so bescheuert an der Mauer. Jetzt sind wir hier drin, wir nähern uns dem Ziel. Was für eine Sauerei. Was machen wir mit den Leichen? Na, lass sie liegen. Worauf warten wir? Es laufen noch mehr Verräter rum. Sieh dir diese feinen Pinkel an. Ich wette, die haben nicht von Wasser und Brot gelebt. Durchsuch. Zack. Na, na. Jetzt. So, mit einem werde ich fertig. Obacht, das ist ein einfallsreicher Lümmel. Wow. Beruhig dich, Junge. Zack. Und nochmal ein schöner Schlag. Mich überlebst du nicht, du Made. Brüderlichkeit ist umso leichter. Ist wisst ihr was? Vor euch habe ich auch noch was Besonderes. Bevor ich hier noch mehr Lebensenergie verschwende. Oh, jetzt habe ich gleich keine mehr. Bleib ein. Und jetzt mache ich dich platt. So langsam nähern wir uns unserem Ziel. Langsam aber sicher. Puh, aber auch kein leichtes. Über uns drüber ist er. Genau eine Etage. Oder zwei? Zwei sind sogar. Puh.
Das kann jetzt wirklich ernst werden. So viel Lebensenergie haben wir nicht mehr. Na, ist natürlich noch voll, aber ich habe keine Heilung mehr. Okay, jetzt muss ich behutsamer vorgehen. Hier muss doch ein Doppelattentat gelingen. Warum hat da kein Doppelattentat geklappt, weil die nicht direkt nebeneinander standen? Vielleicht? Von denen lasse ich mich nicht mehr verletzen jetzt. Nichts da. So, ich muss jetzt mal plündern. Weil ein bisschen Glück haben die auch Heil dabei. Heilungszeugs. Mehl und 25 Franc. Eine Betäubungsbombe. Ich renne nochmal gerade zurück ein bisschen. Noch einmal kurz bei denen auch schauen, ob die vielleicht was haben, weil die waren ziemlich stark stellenweise. Mit ein bisschen Glück haben die dann halt auch, wie gesagt, ein paar extra Punkte. Oh, da liegen sie. Nee, das sind sie doch gar nicht. Hä? Unsere Leichen sind verschwunden. Die Typen, die ich erledigt habe, die sind weggespawnt. Unverschämterweise, glaube ich. Na gut, müssen wir es so durchziehen. Kleine Erschwerung dieser Nummer. Aber egal. Verstecken wir uns mal schnell wieder im Schrank. Was ist denn gerade hier los? Ah, ich kriege einen Steuerungskollaps. Ich glaube, ich muss nach der Folge einfach eine Pause machen. Ich bin ein bisschen überzockt. Macht sie nieder! Oh. Beschützt die Gefangenen! Tod, die Verräter! Zack! Schlappt sie zurück! Bleibt ruhig! Wow. Haltet die Reihe! Hey, aber das klappt immer noch. Wer hat uns wohl diesen kleinen Gefallen getan? So, irgendwie, sie könntet euch mal betätigen auch hier in dem Kampf. Immer noch eine Etage über uns. Wir haben noch einen ganz weiten Weg. Er ist auf dem Dach. Guter Junge. Kommt, Leute, nach oben. So, jetzt hat es endlich geklappt, das gute alte Doppelattentat. Moment. Er sieht mich nicht? Sieht er mich hier nicht? Was ist denn das für eine Blindschleiche? Dann komm ruhig her. Du gehst nirgendwo hin. Ich gebe nicht auf. Kennst du den schon? Die sind verdammt gefährlich. Zack. So, und ich hoffe, ihr habt was Vernünftiges dabei, dafür, dass ihr so gefährlich wart. Wenn du es hier voll sneaky machst, dauert das ja eine Ewigkeit. Deswegen gehe ich jetzt hier auch ein bisschen kämpferischer vor. Ja, ich weiß mittlerweile, dass ich eine Auszeichnung errungen habe. Muss er mir jetzt nicht 50 Mal sagen, ne? Wir sind mittlerweile fortgeschrittener Soldat sogar. Ja. Sagt nochmal der Sarazar, der kann nix, ja? Ne? Tschüss. Oh, hier können wir irgendwas aufbrechen. Mal gucken, was da... Ich glaube, das können wir sogar knacken. Verkackt. Knapp verkackt. Nochmal knapp verkackt. Nochmal knapp verkackt. Und jetzt geschafft. Ist gar nicht so leicht mit dem Schloss knacken. Liegt da etwa Gold rum? Das sieht aus wie... Ah ne, es sind Kerzen. Ja toll, was sollen wir jetzt hier? Jetzt haben wir das aufgeknackt und was machen wir jetzt hier? Was ist da hier so schön? Können wir theoretisch... Ach, hier können hier raus, okay. Können wir jetzt eine Etage drüber oder was? Dann nach oben? Das ist jetzt die Frage, ob da ein Fenster offen ist. Ich will jetzt natürlich auch nicht wieder zu auffällig hier vor die Tür gehen. Sonst gehe ich nachher wieder auf den Senkel. Nee, da bin ich richtig. Okay, da bin ich tatsächlich richtig. Schaut, Aufseher! Euer Bruder kommt zu Besuch. Möchtet ihr ihn nicht sehen? Na los, das Feuer anzünden. Lasst uns anstoßen. Vive la Revolution. Was ist denn? Liebt ihr die Freiheit nicht? Na super. Das war eine super Nummer. Hey Freunde, geht's euch gut heute? Achtet auf Finn. Du musst hier irgendwo sein. Ich hab noch eine. Ich hab noch eine Rauchbombe.
Oh Gott, ich glaube, mein Ziel brennt gerade durch. Oh no. Aua. Ich habe leider keine Lebensenergie mehr. Guten Tag, guten Tag. Wisst ihr, was ihr mal machen könntet? Ihr könntet mir helfen. So, wo ist mein Ziel? Da vorne. Da! Hätte schwören können, er kam hier. Da ist er. Er muss sterben. Zack. Bisschen unkonventionell hier in dieser Folge. Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden. Denn wir beugen uns niemandem außer Bajonetten. Ah, aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabeau? Erbärmlich, oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Erledige Symbol. Oui, mach dir sauber, schnell. Ich sagte doch, ich bring ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Gut. Hungert sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen, aber seid vorsichtig. Was ihr vorschlagt, dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. Oh Mann, neue Infos. Wir haben auch Marie kennengelernt. Und jetzt heißt es handeln. Und Maß mit Mandeln. Schnell abbauen hier. Wow. Hallo. Nein, runter, schnell runterfallen lassen. Oh Gott. Sehr schön. Das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut. Puh. Wenn wir jetzt clever sind, können wir ja theoretisch wirklich aus dem Gebiet entkommen. Langsam runterhangeln. Sehr schön. Und jetzt weg hier. Cool. Leichte Hellebarde. Erinnerung abgeschlossen. Das September-Massaker. Belohnung gibt es die leichte Hellebarde. Sehr schön. Können wir uns gleich mal anschauen. Diese Erinnerung bewerte ich mit 4 Sternen. Ich fand sie ein bisschen zu sehr gemetzelt. Hab sie natürlich auch metzelig gelöst. Fand sie aber der ersten Erinnerung ein bisschen zu ähnlich, weil wir beide mal jetzt eine Infiltration machen mussten. Ich war jetzt nicht richtig gut heute. Ich bin ein bisschen müde, glaube ich. Ich glaube, ich muss jetzt auch mal eine Pause machen. Aber, was ich noch mir auf jeden Fall anschaue, bevor ich dann jetzt hier mal ein kleines Gaming-Päuschen mache, ist hier diese schöne Hellebarde. Und die können wir mal gerade nehmen, oder? Die können wir doch mal gerade ausrüsten. Finde ich cool. Kann man auch mal machen, ne? Was kann man denn hier verbessern noch? Für 1000? Ist natürlich teuer. Die ist aber auch verdammt stark. Komm. Mache ich mal gerade. Ich verbessere die einfach nur mal so. Wir können eh auch mal, eigentlich eh komplett, wir sollten eh mal viel mehr Waffen verbessern. Das schreibt ihr mir auch ständig in die Kommentare. Und das sollte ich auch mal beachten. Habt ihr absolut recht. Ich glaube, den Krummsäbel hier, der ist schon längst höchste Eisenbahn. Mittlerweile haben wir auch eine bessere Waffe, sehe ich gerade. Die könnten wir jetzt kaufen oder hacken. Wisst ihr was, den hacke ich mal. Oder? Ja, die anderen sind noch zu stark, finde ich. Wie viel stärker ist denn als unser Krummsäbel jetzt? Gar nicht mehr so viel stärker. Wo wir die hacken und dann verbessern, kommen die hacke ich mal. Schön. Sieht nämlich geil aus. Haben wir eine schöne neue Waffe. Und hier machen wir auch mal Verbesserungen. Da haben wir ja genügend Punkte über. Wunderbar. Die Reichweite ist nicht ganz hoch, aber der macht jetzt richtig ordentlich Schaden und kann auch gut parieren. Parade ist ja auch ein bisschen davon abhängig, was wir parieren können. So, und hier können wir auch mal verbessern. Ich habe ja mittlerweile auch die hier bekommen, die Offizierspistole. Die ist aber nicht wirklich besser. Einige haben auch gesagt, die sollen eine Schrot kaufen. Die vergoldete Pistole. Bei den Gewehren ist es wahrscheinlich. Scharfschützenstein. Hier die Offiziersdonnerbüchse. Die soll auch sehr effizient sein. Boah, was hier für krasse Pistolen noch gibt. Unglaublich. Aber wie gesagt, ich habe die noch nicht freigeschaltet.
Ich will, das reicht jetzt erstmal, das Schwert. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Die Guillotine. Oh! Alter Schwede. Guillotinenflinten. Mit so einer Axt vorne dran. Was sind das denn für krasse Dinger? Der Adler, der Tänzer. Krass. Okay. Dann reisen wir jetzt nochmal ganz kurz zu einem Händler. Der müsste ja hier um die Ecke sein. Da ist doch auch einer direkt hier an der Promenade. Ein schönes Geschäft. Und dann werde ich mich nochmal kurz ausrüsten, nochmal einmal ausstatten. Und dann lege ich mal eine kleine Pause für heute ein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe das jetzt wirklich gar nicht schleichend erledigt, sondern eher wieder mit der Hau-drauf-Methode. Ich probiere das beim nächsten Mal wieder ein bisschen anständiger zu erledigen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und es war eine spannende Mission. Nicht so geil wie die letzte, aber auch... Können wir mal machen. Absolut. Verbrauchsgegenstände, die hätte ich gerne einmal komplett aufgefüllt. Ja. Sehr schön. Das finde ich echt praktisch mit den Verbrauchsgegenständen, dass man die einfach so auffüllen kann. Und wir müssten ja wieder auch Geld... Ich habe übrigens zwischendurch auch mal Geld aus dem Café abgeholt. Also nicht wundern, dass ich da nie hinrenne und die Leute mir dann immer schreiben, hey, Sarazar, du darfst nicht vergessen, das Geld aus dem Café abzuholen. Meine Erinnerung ist auch ganz gut. Okay. Dann müssen wir unsere neue Waffe probieren. Muss so ein Level 1 abletzen, weil damit locker weg. Oh, ich muss jetzt aber aufpassen, dass ich auch nicht synchronisiere, weil... Na doch, ich habe ja auch wieder Lebensenergie. Ich habe ja wieder Medipacks. Stimmt ja gar nicht, was ich hier erzähle. Sehr schön. Ich glaube, da machen wir jetzt hier mal eine kleine Folgenpause und sehen uns wieder in der nächsten Episode dann in ganz frischer Frische wieder bei Let's Play Assassin's Creed Unity. Bis dahin. Ciao.